Hare Krishna, liebe Devotees, bitte nimmt meine demütigen Ehrerbietungen entgegen. Alle Ehre sei Srila Prabhupada und allen versammelten Vaishnavas. Ich wurde gebeten, ein paar Worte zu sprechen zum glücksverheißenden Tag heute von Lord Nityanandas Erscheinen. Zu eurer Feier in Harinamadesh. Ich kann leider nicht persönlich anwesend sein, ich wäre sehr gerne gekommen. Da wird ja auch eine Namengebungszeremonie stattfinden. Da wäre ich sehr, sehr gern mit dabei gewesen. Nur die Umstände lassen es leider heute nicht zu, dass ich bei euch sein kann. Aber ich kann zumindest verbal mit euch sein und versuchen, ein paar Gedanken mitzugeben. Ich würde gerne einen Vers euch vorlesen aus dem Srimad Bhagavatam, 7. Kanto, 15. Kapitel, Text 46. Das ist aus dem Kapitel Verhaltensmaßregeln für zivilisierte Menschen. Nochet pramattang asadindriya vachisutta Nitvot parang vishayadasya shu nikshipanti te dasya vasahaya sutamamuntamundi sangsara kupa urumrityu bhayekshipanti. Übersetzung und Erläuterung von His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Gide. Andernfalls, wenn man nicht bei Achyuta und Baladev Zuflucht sucht, werden die wie Pferde wirkenden Sinne und die als Wagenlenker dienenden Intelligenz, die beide für materielle Verunreinigung anfällig sind, den Körper, der als Wagen dient, in ihrer Unachtsamkeit auf den Pfad der Sinnenbefriedigung bringen. Wenn man auf diese Weise erneut von den Schurken von Vishaya, Essen, Schlafen und Geschlechtsverkehr angezogen wird, werden die Pferde und der Wagenlenker in den dunklen, blind machenden Schacht des materiellen Daseins geschleudert. Und man wird in eine gefährliche und äußerst furchtbare Lage versetzt, in der man wiederholt geboren werden und sterben muss. Erläuterung: Ohne den Schutz Goranitais, Krishna und Balaram, ist es niemandem möglich, aus dem dunklen Brunnen der Unwissenheit im materiellen Dasein herauszukommen. Das wird hier durch das Wort Mochet zum Ausdruck gebracht. Was bedeutet, dass man immer im dunklen Brunnen des materiellen Daseins bleiben wird. Das Lebewesen muss von Nitai Gaur oder von Krishna Balaram Kraft bekommen. Ohne die Kraft Nitai Gaurs gibt es keinen Ausweg aus diesem dunklen Brunnen der Unwissenheit. Im Chaitanya Charitamrita Adi Lila 1, Vers 2 heißt es, Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Kodadaya Pushpavanto Chitrashondo Tamo Nudo. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrerbietungen Shri Krishna Chaitanya und Nityananda, die wie Sonne und Mond sind. Sie sind am Horizont von Goda gleichzeitig aufgegangen, um die Finsternis der Unwissenheit zu vertreiben und so alle in wunderbarer Weise zu segnen. Diese materielle Welt ist ein dunkler Brunnen der Unwissenheit. Die Seelen, die in diesem dunklen Schacht gestürzt sind, müssen bei den Lotusfüßen Goranitais Zuflucht suchen und so wird es ihnen ein leichtes sein, aus dem materiellen Dasein herauszukommen. Wer sich ohne ihre Kraft, nur mit Hilfe von spekulativem Wissen, aus den Fängen der Materie zu befreien versucht, wird keinen Erfolg haben. Hare Krishna.
Mukam kroti vacha lang pangum langayate girin yat kripa tangaham vande shri gurundina taranam om gyanatimiram dasya gananjana shalakaya chakshurun militangena tasmai shri gurave namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ich lese gerade noch einmal den Vers vor. Andernfalls, wenn man nicht bei Achyuta und Baladev Zuflucht sucht, werden die wie Pferde wirkenden Sinne und die als Wagenlenker dienende Intelligenz, die beide für materielle Verunreinigung anfällig sind, den Körper, der als Wagen dient, in ihrer Unachtsamkeit auf den Pfad der Sinnenbefriedigung bringen. Wenn man auf diese Weise erneut von den Schurken des Vishaya, Essen, Schlafens und Geschlechtsverkehrs angezogen wird, werden die Pferde und der Wagenlenker in den dunklen, blind machenden Schacht des materiellen Daseins geschleudert und man wird in eine gefährliche und äußerst furchtbare Lage versetzt, in der man wiederholt geboren werden und sterben muss. So, Srila Prabhupada geht sofort in der Erläuterung darauf ein, dass wir Zuflucht suchen müssen bei Lord Nityananda und Lord Chaitanya. Nur wenn wir bei ihnen Zuflucht suchen, haben wir überhaupt eine Chance, als Einwohner des Kali-Yugas irgendwie voranzukommen auf unserem spirituellen Weg, spirituelle Verwirklichungen zu machen und überhaupt den Brunnen des dunklen Daseins, Kriyamanda Kupam, den Brunnen des dunklen Ehelebens, wo man sehr schnell auf Abwege kommen kann mit Sinnengenuss, wie wir gehört haben, die Sinne, die sind sehr leicht vom Weg abzubringen, wenn sie nicht bei Achyuta und Balaram Zuflucht suchen, respektive bei Lord Chaitanya und Lord Nityananda. So, das ist für uns die Hoffnung, nicht? Und heute feiern wir das Erscheinen Lord Nityanandas und wir hören im Chaitanya Bhagavat, dass Sri Vrindavan Das Thakur folgende Worte spricht: Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya Balaram Hoilo Nitai. Shri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya. Lord Chaitanya ist nicht verschieden von Radha und Krishna. Balaram Hoilo Nitai. Und Balaram ist zu Nitai geworden. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Krishna und Balaram. Einzig der Unterschied, der kleine, winzige Unterschied besteht darin, dass Krishna bezeichnet wird als Sevya Bhagavan, demjenigen, dem gedient wird, und Balaram wird bezeichnet als Sevak Bhagavan, als derjenige, der dient. Balaram ist der ältere Bruder von Krishna und hat die Aufgabe, alles bereitzustellen, was Krishna für sein Lila braucht. Krishna ist Lila Maya. Er ist immer vertieft im Spiel. Ne? Und so ist auch Balaram, obschon Balaram sehr, sehr viel Barmherzigkeit, überschwemmende Barmherzigkeit in sich birgt,
ist er doch im Krishna Lila als Balaram eben, der ältere Bruder von Krishna, verpflichtet, seinem Bruder beizustehen, seinen Bruder zu beschützen und alles zu bereitzustellen, was sein Bruder für seine Spiele braucht. So manifestiert sich Balaram zum Beispiel als Krishnas Flöte, als Krishnas Pfauenfeder, als der Dam, der heilige Dam von Sri Vrindavan. All das ist Balaram. Auch Krishnas Doti ist eine Erweiterung von Balaram. So, Balaram ist überall da, wo Krishna ihn braucht und stellt alles zur Verfügung, was Krishna für seine Spiele braucht. Jetzt aber im Chaitanya Lila, da ist Lord Chaitanya gekommen, um Prem Dan, um Liebe zu geben, ne? Um Liebe zu verteilen. Krishna führt Spiele aus der höchsten Gottesliebe, ne? Der Krishna Prem. Ne? Aber Lord Chaitanya ist nicht auf dieselbe Weise für sich beschäftigt oder mit seinesgleichen beschäftigt, sondern seine Aufgabe, sein Bestreben ist es, Prem Dan, ne? Die Liebe zu verteilen. Und da ist natürlich Lord Nityananda mit seiner überflutenden Barmherzigkeit total begeistert und hilft auf diese Weise mit, dass er noch viel barmherziger ist wie Lord Chaitanya und noch viel eher Krishna Prem, reine Liebe zu Krishna gibt, als wie Lord Chaitanya, der schon Audharya, der ist Mahavadanya, ja, überaus großherzig, überaus großmütig, verteilte reine Liebe zu Krishna. Amarendra Prabhu, ein ganz wunderbarer Bhagavatam-Sprecher, hat mal in einer Klasse erzählt, in Kali Yuga reicht es aus, wenn wir zu Lord Nityananda gehen und zu ihm sagen, oh Nitai, ich bin ein Einwohner vom Kali Yuga. Und Lord Nityananda, aus seiner Barmherzigkeit heraus, sagte, keine Sorge, ich gebe dir Krishna Prem. Du kriegst Krishna Prem. Nur schon die Qualifikation, Einwohner von Kali Yuga zu sein, berechtigt uns, Krishna Prem zu bekommen. Das ist die Barmherzigkeit Lord Nityanandas. Lord Nityananda ist auch Samashti Guru. Samashti Guru bedeutet der ursprüngliche Adi Guru, der ursprüngliche spirituelle Meister. Er verkörpert die Gesamtheit aller spirituellen Meister in sich. Ja? Und die individuellen spirituellen Meister sind Vyashti Guru, sind Erweiterungen Lord Nityanandas. Es heißt, dass Lord Balaram am besten weiß, wie Krishna zufriedengestellt werden kann. Wir erinnern uns an das Govardhan Lila, wo Krishna sich manifestiert hat als Giri Govardhan und die Brijbasis ihm Unmengen an Zubereitungen angeboten haben. Und Giriraj hat das alles aufgegessen. Und er ist nicht etwas satt geworden davon, sondern er ruft, Anior, Anior, gib mir mehr, bringt mir noch mehr. Und die Einwohner von Vrindavan haben nochmal gekocht, was immer noch übrig geblieben war in ihren Vorratsräumen und haben es Giriraj angeboten. Doch wieder ruft Govardhan, Anior, Anior, bringt mir noch mehr, bringt mir noch mehr. Und da war nichts mehr. Alle Vorräte waren aufgebraucht. Aber da kam Balaram. Und was hat er getan? Ein einziges Tulsi-Blatt hat er Giriraj angeboten. Und Giriraj war komplett zufriedengestellt. So, wir können sehen, Balaram als der Bruder von Krishna weiß am besten, wie Krishna zufriedengestellt werden kann. So, dieser Balaram manifestiert sich im Gaur-Lila als Nityananda, Balaram, Heula und Nitai, ist kein Unterschied zwischen Balaram und Lord Nityananda.
Und dieser Lord Nityananda erweitert sich in all die wunderbaren spirituellen Meister, die wir heute um uns haben und die uns den Weg zeigen. Und wir singen jeden Morgen im Guru Ashtakam, Yasya Prasado, Bhagava Prasado, wenn wir den spirituellen Meister zufriedenstellen. Das bedeutet, Nityananda zufriedenzustellen. Wenn wir Lord Nityananda zufriedenstellen durch unseren spirituellen Meister, dann kriegen wir die Barmherzigkeit von Krishna. Yasya Prasado, Bhagava Prasado. Und da hat Narottam Das Thakur ein ganz, ganz wunderschönes Lied geschrieben, Nittai Pada Kamala, über die Lotusfüße Lord Nityanandas. Da schreibt er: Heno Nittai Bine Bai Radha Krishna Bai Denai. Ohne die Barmherzigkeit Lord Nittais, Lord Nityanandas, Radha Krishna Bai Denai, da haben wir keine Möglichkeit, je zu Radha und Krishna zu finden. Das bedeutet, nur durch die Barmherzigkeit des spirituellen Meisters gelangen wir zu den Lotusfüßen von Lord Chaitanya. Und durch die Barmherzigkeit Lord Chaitanyas gelangen wir zu den Lotusfüßen von Radha und Krishna. Das heißt, Nitya Yer Karuna Habe, Bhaja Radha Krishna Pabe. Durch die Barmherzigkeit Lord Nityanandas werden wir die Lotusfüße von Radha und Krishna in Vrindavan verehren können. Und in dem weiteren Lied schreibt Narottam Das Thakur, dass wenn wir eintauchen in den Ozean von Gora Prem, dann steigen wir auf im Ozean von Krishna Prem. So durch Lord Nityananda. Denn wir erreichen durch die Zufriedenstellung unseres spirituellen Meisters, erlangen wir die Barmherzigkeit Lord Chaitanyas. Und durch die Barmherzigkeit Lord Chaitanyas erreichen wir die Lotusfüße Radha und Krishnas in Goloka Vrindavan. Hare Krishna. Das ist der Weg. Und heute ist der Erscheinungstag von Lord Nityananda, ein ganz bedeutungsvoller Tag, ein Tag voller ewiger Glückseligkeit. Nityananda ist, wie gesagt, sehr, sehr leicht zufriedenzustellen. Einfach nur dadurch, dass wir seine Erweiterung, unserem spirituellen Meister, dienen und ihn zufriedenstellen, erlangen wir die Barmherzigkeit Lord Nityanandas. Auch dadurch, dass wir ganz laut seinen Namen ausrufen, erlangen wir seine Barmherzigkeit. Und dadurch, dass wir ganz laut den Namen Lord Chaitanyas ausrufen, erlangen wir auch seine Barmherzigkeit. Er stellt keine großen Ansprüche. Er macht es uns sehr leicht, weil er weiß, wir sind ja eben die Einwohner von Kali Yuga. Wir haben keine Qualifikation. Wir sind Barmherzigkeitsfälle. Und Lord Nityananda sieht unser Bestreben, sieht unsere Bemühung und überschüttet uns mit seiner Barmherzigkeit. So, wenn wir ganz laut den Namen Lord Chaitanyas ausrufen und den Namen Lord Nityanandas, dann wird uns die Barmherzigkeit beider zuteil werden. Das wollen wir gerade mal miteinander tun. Nityananda! Von ganzem Herzen. Dann nehmen die beiden uns wahr und überschütten uns mit ihrer Barmherzigkeit. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch ein weiterhin tolles Fest. Wahrscheinlich werdet ihr noch eine kleine Abhishek-Badezeremonie zu Lord Nityananda ausführen dürfen. Da könnt ihr ganz fest auch um Nitas Barmherzigkeit bitten. Ihr habt jetzt gehört, er ist unglaublich leicht zugänglich, auch für uns Kali-Jünglinge, die wir keine Qualifikation mit uns bringen. Einfach nur ihn darum bitten, uns zu helfen
uns ein bisschen vorankommen zu lassen auf unserem Weg, ein bisschen Intelligenz zu geben, wie wir spirituell vorankommen. Und dann haben wir bereits all seine Barmherzigkeit. Hare Krishna. Shri Nityananda Ram Ki Jai. Shri Prabhupada Ki Jai. Gaur Premanandi. Hari Haribol.